Das Mars-Katalog steht ja schon da drüben und ist an den Maskenball. Sportlich, sportlich. Nein, erzähl mal, du hast ja ein bisschen mitbekommen, was wir gemacht haben bei der ganzen Veranstaltung. Wie sieht Mars so eine Veranstaltung? Es ist selbstverständlich, dass es uns, für uns Sinn macht, sonst hätten wir ja nicht mitgemacht. Martin, wir kennen ja die CESA Discovery ja schon seit ein paar Jahren, waren ja auch schon mal dabei. Muss sagen, wir bereuen es in keinster Weise. Im Gegenteil, wir freuen uns. Mal schauen, vielleicht für 2014, wenn du nicht zu alt dafür bist und doch wieder entscheidest, da nochmal eine zu machen. Vielleicht doch wieder mit Maris was zusammen zu machen. Also wir würden uns freuen. Also in Thailand kann ich nur sagen, haben die Leute auf dem Boot sehr von den Sachen geschwärmt und wollten unbedingt auch mal einen Luftzug von meinem Oktopus nehmen. Und ja, also die waren ganz überzeugt von den Sachen. Da ging es also nicht darum. Zugelassen mit der Luft aus dem Ja, na klar, wir mussten ja mal gute Sachen testen. Da ging es also nicht darum, hast du mal eine Kippe, sondern hast du mal den Atemregler, ich möchte mal gerne Maris atmen, weil sie wirklich so vollkommen irre, aber. Und ist sogar ganz gesund. Also, ja, Kippe der ist raus und Atemregler rein, oder? Ist wieder aufgetaucht, der gute Mann der Mitte. Und du bist zufrieden mit der Ausrüstung, ja? Ja, ich bin super zufrieden. Ich freue mich jetzt, dass ich die Ausrüstung von euch bekommen habe und jetzt dazu dann auch noch immer in der Nähe von Köln da ein bisschen tauchen gehen kann und ja, mal sehen. Beim nächsten Urlaub, was sich da so ergibt. Sehr schön. Ich denke auch, wir haben eine super Zusammenarbeit gehabt. Das Ganze geht ja jetzt los. Wir haben ja die RTL-Veröffentlichung jetzt eben noch, die ganzen Web-TV-Sachen, die wir jetzt noch verlinken und vernetzen werden. Und da werden hoffentlich viele Leute eben sehen, Mensch, Tauchen ist kein Extremsport. Sogar Frauen können das lernen. Was soll denn das schon wieder heißen? Was soll das wieder heißen? Wir sind seit einigen Jahren eine Skidives-Linie, weil wir wissen, dass Frauen sehr gut tauchen können und wir wollen sie bei uns am Sport haben. Deshalb haben wir Maris auch mit dabei. Wir können uns sogar noch besser bewegen als du. Ich komme hier gar nicht so schnell mit dem Mikrofon. Jünger, flexibler. Ich werde jetzt demnächst aus Altersgründen das Ganze aufgeben, suche einen Nachfolger, wer mit solchen jungen Mädels dann irgendwie in Thailand rumfährt. Ich bin eh der Einzige, der Frauen mit nach Thailand nimmt, also von daher muss das irgendwann mal Schluss haben. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Wir werden heute Abend noch eine ganz tolle Thailand-Party hier machen auf dem Stand mit Singa-Bier, gesponsert die ganze Geschichte, also richtig zünftig und stilecht. Ja, Spaß haben. Genau, Spaß werden wir auch haben. Was sagst du dazu? Ja, Spaß hatten wir ja schon von Anfang an. Na gut, in dem Alter hat man immer Spaß, aber wir freuen uns auch, ja? So ist es. Ich gebe zurück ins Sendestudio. Tschüss und Ende. I wanna be a